Man sieht nichts, das Bild ist schwarz. Nee, doch nicht, es ist da. Yo, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer EU4 Multiplayer-Runde mit dem Antic Force und dem Holoka. Moin. Hallöchen. Hallo. Ja, es geht in die zweite Runde. Wir spielen mit allen DLCs auf der neuesten Version und das ist die Version 1.9? 1.1.8? Ich habe keine Ahnung. Die neueste halt. Rights of Man. Genau, Wilds of Man ist erschienen und wir haben uns gesagt, ach, wir haben ja wieder Bock auf eine EU4-Runde und versuchen was Lustiges. Der Antiquor spielt Burgund, der Honoka, also der Stefan spielt England und ich spiele Österreich. Und zusammen wollen wir ein bisschen Chaos stiften, wie eigentlich das letzte Mal auch. Falls sich noch jemand daran erinnern kann. Ja, wir haben ja Frankreich ins Heilige Römische Reich eingegliedert und jetzt war Spionage weg. Dings war das, ne? Was? Man muss ja jetzt ein Spionagenetzwerk. Spionage-Netzwerk aufbauen. Ach du Scheiße. Ab wann konnte ich dann Korn 20% oder wie war das? Ah ja, ab einem Spionagenetzwerk von Stärke. Teilweise 20, 25, 30, je nachdem. Kannst du in Anspruch fingieren. Also Krieg gegen Frankreich könnte mich dazu holen, weil ich habe die rivalisiert. Ja, hatte ich eigentlich auch Wir vor. haben die meisten wohl gemacht bei uns. Ja. Was ist, wenn rivalisierst du noch? Bei Schottland Australien. und Überlegt noch. wäre ja beinahe für Euch. Kastilien, Ja, Aragon. Kastilien. Auch Kastilien Aragon. könnte eventuell, wie steht in Frankreich zu Kastilien? Die sind. Die mögen sich. Also sie hassen sich nicht. Aber ich kann Aragon dazu rufen. In Aragon zu Frankreich. Auch nicht scheiße, aber auch nicht gut. Ich glaube, ich nehme noch Aragorn mit rein. Rivale, ja, ich auch. Weil Sowieso die Dänemark Richtung. bringt nichts. Ja, ist sowieso die Richtung, wo ich hin will. So. Ich bin dein Heavy Support aus dem Norden. So. Ich habe bisher nichts gemacht. Ich habe höchstens meine Armee in Richtung Venedig gezogen. Ja, also ich muss sowieso. Weil mein Ziel ist es, das Schattenkönigreich zu verhindern. Rechts auf dem zweiten Monitor habe ich deshalb eine Karte offen, welche Provinz ich brauche. Was? Ja, ich lasse über meinen anderen Rechner auch einen Film laufen, also ich bitte euch. Ja, das Das ist ja sind das die. eine, aber. Das kennst du doch schon, das sind die alten Zustände. Hier, in der letzten Runde hat Max auch doch die ganze Zeit gelesen und nebenbei noch ein Ja, anderes Spiel aber das ist gespielt. normal. Das ist normal. Seid wirklich. Oh, es gibt jetzt Missionseinstellungen. Was Ja. bringt. Ach so, ach, das ist in diese Mission, okay. Toll, ich habe noch nicht mal die Mission erobert, Barua. Ich Egal. habe die Mission erobert Istrien, das kommt mir natürlich nicht ganz so Ich gelegen. habe erobert Amanak zurück. Wieso, Istrien ist doch gut. Istrien ist Venedig. Ja, aber es gehört eigentlich nicht zum Dingsreich. Eigentlich brauche ich Verona, Treviso und Friaul und die kosten ja schon so viel. An Ja, aber Armee. dann hast du gleich einen Kriegsgrund, da musst du nichts fingieren. Ja, aber es So. wäre dann billiger, die zu kornen. Ja, meine Güte, ich glaube, im Schattenkönigreich darfst du dich damit nicht unbedingt befassen. Nee, glaube ich auch. Scheiß auf Korn. Einfach einnehmen. Ja. Okay. Also ich habe soweit alles gemacht. Ich Bin warte auch nur noch einen fertig. Ich Moment. warte nur auf Ich euch. muss, genau, ich muss mir mal die Regions, die Gebietskarte angucken, wie das aussieht. Ja, genau, das muss man machen. Die Regionskarte? Gebiete. Gebiete? Also Also ich hätte die ich. Nummer die gern komplett, auf jeden Fall. Ja, die Normandie komplett Ihr seht kannst du schon, Leute, da wird bekommen. wieder verhandelt, wer was bekommt. Ja, die hast du. Ja, Was ist gut das? Das vor. ist Bandon. Flandern würde ich eigentlich ganz gern behalten. Wie gesagt, ich wäre bereit, die Ob ich einen Stadt gegebenenfalls drauf habe. Holland zu verkaufen.
Vielleicht, okay. Vielleicht können wir auch irgendwann aushandeln die ganze holländische Küste. Ernsthaft, England ist eine Großmacht und Österreich nicht? Nope. Ja. Wie viele Punkte hast du eigentlich, Max? Ich habe 165. Großmachtpunkte? Ja. 326. Was? Ja. Ich habe 3 PUs und einen Vasallen dazu. Ah, du stehst nicht in der Liste drin, ne? Nee. 226, ne, fehlt noch ein bisschen. Ich würde eigentlich halt ganz gern, die Bretagne, also Amor haben. Ja, die Bretagne. Wegen dem Handelszentrum. Und die Gascogne. Du kannst von mir aus Barois haben. Was? Wo nochmal? Jetzt beim Handel würde ich ganz gerne in Bordeaux halt die Gascogne haben und dementsprechend da auch die Dings. Aha. Und du bekommst den Stadt, wo Labour drin liegt. Und du kriegst von mir aus Kastilien, wenn du willst. Portugal. So. Ich will die Normandie. Also du kannst mit Frankreich meinetwegen wurschteln, wie du willst. Ja, die Normandie bekommst du. Wenn ich dann Flandern und Holland bekomme. Okay. Kannst du den Rest meinetwegen haben. Gut. Das kostet mich zwar ultra viel Development, aber... Ja gut, dafür krieg ich den Rest von Frankreich. Ja, ja. Viel. Ja. Nee, es lohnt sich halt nicht irgendwie, sich da im Dings den Handel zu teilen. Zwischenfrage, was bringt ein, wenn ich jetzt in die Liste der Großmächte komme, was bringt mir das? Großmachtaktionen, die ganz lustig sein können, aber nicht unbedingt lustig sind. Okay, krieg ich irgendwelche Boni? Ja. Machtprojektion kriegst du dadurch tatsächlich. Einen Aha. fixen Amount. Fixen Betrag. Das ist eigentlich ganz gut. Aber jetzt nicht so sowas wie, was weiß ich, irgendwie noch zusätzliche Steuern, zusätzliche nein. Moral oder sowas. Nee. No. Können wir starten? Jo, also ich hab alles fertig. Kommt jetzt hier auf den ersten Monat an, wie es finanziell dann aussieht? So, meine Truppen sind schon bereit, um... Gnädig. Was? Du kannst die Geschwindigkeit nicht mithalten. Come on. Lass das nicht gleich so anfangen. Wer erklärt denn Frankreich den Krieg? Macht Stefan das oder machst du das, Max? Glaubst du das? Stefan, machst du das? Du hast den Kriegskopf, warte mal, ich habe ja erstmal Bündnisangebot. Provence. Und ich habe die Bretagne noch als Bündnispartner, da war ja was. Ich glaube, das Bündnis kenne ich mal auf. Mal. Nein? Was gibt's denn heute? Hatte Österreich nicht eigentlich 3 Diplomaten am Anfang? Ja, ich weiß nicht. Die Provence steht dir auf der Speisekarte, als ja. die braucht. Nee, die brauchen wir nicht. Ja, ich brauche schon Spionagenetzwerk. Hast du nicht die Mission? Also wer erklärt jetzt Krieg? Stefan oder? Ich. Okay, dann brauche ich. Ich muss meine Truppen erstmal rüberschippern. Ich baue meine Armee noch weiter auf. Ja, das mache ich auch gerade. Oh, Österreich, soll ich es ablehnen? Ich wollte mitmachen. Ja, keine Diplomaten zum Senden. Wir sind mit Genua verbündet, ja, sollte ich ja wohl schaffen. Bist du vorher zuerst den Krieg gegen Venedig oder? Ja, er ist der erste Krieg gegen Venedig. Willst du mitmachen? Nee, brauche ich nicht. Wozu? Bringt mir nichts. Also, stürze ich in einen folgenschweren Krieg.
Schauen wir uns die Lage näher an. Venedig ist verbündet mit Genua. Aber hat der Kaiser auch bedacht, dass Venedig eine Handelsliga hat? Was wie Handelsliga? Ach, stimmt, da gab es ja jetzt auch was, ne? Oh nein. Aber das. Scheint nicht relevant zu sein für Venedig. Nein, ist es nicht. Weil die Handelsliga nur aus den Vasallen besteht, wenn sie überhaupt existiert. Aber was ist das? Nein, ich habe nicht. Österreichische Armee wurde besiegt. Nein, die Verstärkung kam zu spät. Verstärkung kam zu spät. Die kam einen Tick zu spät. Ja, deswegen greift man nicht in Friaue an. Da sind nämlich Berge. Wird der Kaiser Treviso auf den göttlichen Zöldnerspam zurückgreifen? Ja oder nein? Das ja und vieles mehr. Später in dieser Folge. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Nehmen wir an, noch in dieser Folge. Ja, mal gucken. Was auch ganz lustig wäre, Frankreich garantierte die Unabhängigkeit von Schottland. Könnte Schottland zu theoretischen Krieg erklären und habe ich ja direkt am Anfang gefällt, wie peinlich. Stimmt. Frankreich dazu rufen, wir kriegen Ticking Warscore durch Schottland und. Genau, und die können kaum was dagegen tun. Die können da gar nichts gegen tun. Ja, das Einzige ist halt, ich müsste halt Schottland zu besiegen, aber. Ja, gegen Frankreich können wir zusammen schon aushalten. Ja, der Kaiser und du, ihr schafft es schon. Max, willst du kurz mitmachen und die geonesanische, oh mein Gott, die Armee Genuas bei Sundgau schlagen? Geonesische, ja, kann ich, ach komm. Ja, ich opfere meine Manpower für dich, dann ruf mich mal. Ich opfere ja auch meine Manpower für dich. Oh, da sind noch... Ja, da kommen noch Ungarn. Hast du dich nicht mit Ungarn verbündet, Lukas? Doch, die helfen mir auch. Die sind doch mit dabei. Ja, und meine zig Milliarden Vasallen kommen ja auch immer noch mit dazu. Boom. Also ich hätte ja eigentlich gedacht, dass ich das schaffe. Ich habe mich verrechnet. Die Schlacht lief doch ziemlich gut. Hast du vorher wenigstens einen Moralberater oder sowas eingestellt? Was? Sowas, daran würde ich doch immer denken. Ja, natürlich. Vor allem, deswegen fragen auch, wir auch nur nach, weil wir ja wissen, dass du dran denkst. Ablauf, ich habe natürlich auch einen Moralberater, den ich mir kaufen kann. Moment. Was? Auf einer Kriegskont? Du hast einen Wiederhersteller gegen die Union? Ja, gegen Ungarn. Was? Das will ich. Wie? Was? Keine Ahnung. What the fuck? Was hast kann du ich euch nicht rufen? Nein. Was hat er für einen Kriegsgrund? Wiederherstellung der Union gegen Ungarn. Also er kann Ungarn in der PU oder sich zwingen. Was? Nein. Das will ich. Oh, nein, das willst du nicht. Ach komm, Stefan, lass ihn seine bitte, Freude. Bitte. Was soll denn der Scheiß? Warum überhaupt du als England? Ich weiß nicht. Weil ich England bin, Mann. Ja, nicht, weil du England bist, überhaupt er nicht. Er spielt die Inselaffen, natürlich. Warte. Das ist. Lass die Finger von Ungarn, ey. Die Ungarn kämpfen gerade mit uns. Ja, das weiß ich schon. Ey, ohne 17, Scheiße. 17.000 Infanteristen und 6.000 Kavalleristen. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Warum kannst du nicht. Ey, das schaffe ich. Ach komm, Lukas, jetzt lass es. Bei dir Militärstellen. Jetzt lass es. Was? Na gut. Das ist historisch unkorrekt. Was? Nein, das war immer so. Nein, das ist historisch mega unkorrekt von dir. Stimmt, die Inselaffen wollten nie was in Europa. Richtig. Achso, Lukas, wo wir gerade weiß sind, historisch korrekte Dinge, ich schick dir mal eine Staatssehe. Was? Du hast keinen Nachfolger. Ja, komm, zwing ich eine PU unter dich, ey. Dann hinterher dann mit den römischen Vasallen mache ich dich fertig. Aha. Ach, ja, ich kann Venedig gar nicht einnehmen. Stimmt, da war ja was. Ja, weil da so komische Schiffe stehen. Ey, jetzt aber mal im Ernst. Warum kriegst du
Ich verstehe das nicht. Warum sich wieder eine Richtung der Union? Wieso haben die denn? Haben die wirklich die Lenker? Nee, die haben Habsburg. Die haben Habsburg. Habe ich Habsburg bekommen? Nein! Nee, oder? Jetzt mal gar nichts zur Sache. Hauptsache, ich hab den Grund. Scheiß drauf. Hauptsache, ich hab den Grund. Vor allem, wenn. Aber ich erkenne jetzt deine Geheimabsichten, Lukas. Was heißt das? Das Antiforce in deinen Krieg gezogen, damit er nicht mit mir gegen Ungarn ziehen kann. Ich wusste das doch noch nicht mal. Ich spiel zum ersten Mal auf der Version. Das würde ich jetzt auch behaupten. Hätte Lukas jetzt keinen Nachfolger mehr bekommen, wäre ein Lancaster auf den Thron gefolgt. Dein Nachfolger ist echt gut. Ja, mein Nachfolger ist super, finde ich auch. 6-2-5 ist decent. Ich habe 204er Nachfolger, so. Oh nein, meine Königin ist gestorben. Oh nein. Nicht die Königin. So, wie funktioniert das jetzt mit dem Bedingungsfall, wodurch ich in den Cyberleitungen sein? Kapitulieren. Ja, nee, das würde ich nicht klicken. Wehe, du klickst das. So totstellen. Das ist kann halt. Kann ich denn jetzt auch mit dem Spionage-Netzwerk im Krieg noch irgendwelche Ansprüche fungieren? Nein, fingieren. Aber es verbessert deine Belagerungsfähigkeit, wenn du dein hohes hast. Ja. Ah. High-End. High-End. Krass, oder? Aber ich vermisse irgendwie meinen dritten Diplomaten. Aber Stefan, jetzt im Ernst, du cheatest doch. Wieso kannst du eine Union einrichten mit Ungarn? Das musst du mir erklären. Das wissen wir selber nicht. Halt gut. Es ist halt paradox. Also ich könnte jetzt Thron beanspruchen auf Ungarn. Ja, das würde ich dann demnächst mal machen. Ey. Ja, nee. Verdammt, das so. Das würde ich tatsächlich demnächst mal machen, Lukas. Dann hast du nämlich die besten Verbündeten, die du haben kannst. EU-Partner. Ja, und ein Geschickter. Ja gut, jetzt hat Böhmen schon einen Hohenzollern auf dem Thron. Mhm. Aber die haben jetzt beginnen, glaube ich, auch ein Interregnum. Ja. Und wenn man den zufällig eine Staatsehe reindrückt. Genau. Könnte man damit was machen. Ja, du bekommst auch, glaube ich, irgendwann die Mission dann. Vielleicht kriege ich jetzt gleich als Mission das, dann brauche ich nicht irgendwie was machen. Ja, es gibt tatsächlich eine Mission. Die Osmanen sind nicht im Krieg mit dem Byzantinischen Reich, sondern mit Kanda, okay. Ja, ja, die Osmanen machen mittlerweile gefühlt auch immer das, was sie wollen. Kannst dich auf die nicht mehr verlassen. Kannst du Genua vielleicht schon aus dem Krieg rausschmeißen? Warte. Guck mal, Ungarn hat einen Anführer mit +2 Belagerung, aber sie setzen ihn nicht ein. Genua? Ja. Nee, kann ich noch nicht. Okay. Aber ich kann mit meiner Armee dahin marschieren und die Belagerung übernehmen. Warte, bis sie da ist. Gut, dann fresse ich nämlich weniger Manpower-Verluste. So, kannst abhauen. Das Gute ist, Ungarn hat auch noch keinen weiteren Verbündeten. Mann, jetzt schenke ich dir schon Ungarn. Das ist ja Wahnsinn. Segen. Ey, ohne das willst du mir jetzt die ganze Kampagne wahrscheinlich vorhalten, ne? Ja, natürlich. Ich schenke es dir irgendwann zurück. Echt? Sieh es dann als Geschenk des Kaisers an. Ja, deshalb haben wir schon eine Stadtsee, um damit anzufangen. Was? Ja. Du assimilierst die Ungarn und die Böhmen. Geld, oder? Ja. Wir können ruhig einen Tick schneller. Ja, also jetzt gerade ist ja jetzt gerade belagern wir ja eh nur die Städte durch. Schauen wir mal, wie das läuft, komm. Wieso kann das ist schon ideal. Ja, Max, nee, kann es sein, dass der Film vielleicht zu viel zieht? Ja, das kann passieren. Und bei welchem Player guckst du denn?
Dem nächstbesten, der funktioniert. Steam Cloud ist eigentlich immer gut und zieht am wenigsten. Ja, aber du findest Scott Pilgrim gefühlt auf keinem anderen Player auf Englisch. Auf Deutsch findest du ihn noch mehr, was denn, aber auf Deutsch ist Scott Pilgrim für den Arsch. Okay. Ja, ja. Florenz erobert Luca. Läuft bei denen. Torben. Ja. Also irgendwie dauert die Belagerung so lange. Ja, ja. Nette Idee. Tausend Jahre später. Yay, wir haben fertig belagert. Wie lange braucht ihr für euren Rachefeldzug da unten noch? Das Doofe ist, ich habe halt eine Staatsehe und ein Bündnis mit Ungarn. Wenn ich jetzt den Thron beanspruche, dann kriege ich... Dann habe ich Probleme, sage ich mal so. Oh. Ja, kann ganz gut passieren. Die haben ja einen Habsburg auf dem Thron. Weil... Dass du... Dann kriege ich ja Minusstabilität und so weiter, wenn ich dann ja... Ja, aber ja, nur ja. Einen Punkt. So, Genua kann ich jetzt rausboxen. Ach. Warte, kannst du das Bündnis mit Frankreich aufkündigen? Und ja, Geld? Kann ich machen. Frankreich, kein Bündnis und Geld. Sehr viel Geld. Geld ist gut. Ja, okay. Das Problem von Link Frankreich ist ja nicht so prall. Boah, jetzt noch ein Diplomat wäre schön. Ich liebe diese Damit ich Szene. Diese Folge auch ins vorzuweisen habe, führe ich jetzt mal noch einen Krieg gegen Soll ich das Bündnis mit Polen auch. Polen hat nur Militärzugang. Gut. Ja, kündige einfach alles auf, was du kannst, gibt Prestige. Okay. Und Geld sagst du. Gut. Ja, natürlich. Soll ich Korsika entlassen? Ja, ne? Ja, ist ein neues Reichsmitglied. Jetzt hätte ich hier wieder voll gespammt mit neuen Meldungen, muss ich mir nachher mal in Ruhe angucken. Oh, das ist ja super, wenn das passieren würde. Was? Was? Ich habe eine Staatsehe mit Aragorn und Aragorns Herrscher ist 50. Und exkommuniziert. Wer ist exkommuniziert? Der Herrscher von Aragorn? Oh, das ist nicht so gut. Ja. Da haben vernünftige Leute auch Aragorn rivalisiert. Ja. Sagt, solange ihr da unten euch beschäftigt, führe ich noch einen kleinen Krieg gegen Leinster. Nicht mehr beschäftigt. Ich sitze daneben und spare Geld und Manpower. Also wie gesagt, wir können auch ruhig noch einen Tick schneller. Ja. Nee. Zu nichts geführt. Ach ja, jetzt gibt's ja mehr Provinzen in ihr Land, ne? Ja. Ja. Zwei sind dazugekommen, oder? Oder drei? Nee, also, mehr. Vier, ne? War Irland nicht eigentlich drei Provinzen? Nee, vier meine ich. Nee, vier. Meath, Ulster, Leinster und noch zwei andere, wa? Connacht auf jeden Fall auch. Ja, Connacht und noch irgendwas. Sind 1, 2, 3, 4, ich glaube 4 dazugekommen. Na los, Venedig, Falle. Jawohl, endlich. Sehr gut. Guck auf deine aggressive Expansion. Ja. Nimm alles. Just saying.
Progressive Expansion. Wow, es gibt auf Irland zwei Gebiete. Ja. OP. Ich denke mal, 30 kann ich noch verkraften. Du kannst da rüber mit dem Mouse-Over rübergehen, drüber hovern und dann wird dir angezeigt, ob du es verkraften kannst oder nicht. Ja, ja, ich weiß. Also 50 ist doch deutlich zu viel. Ich glaube, ich nehme nur zwei Provinzen für später nochmal einen Krieg für die anderen beiden. Okay. Ja, bedenke, du willst ja so eine lustige Brücke darüber nach Mittelitalien bauen. Ja, ja, ich habe mir jetzt Verona und Istrien, nehme ich. Ja. Wieso Istrien? Nimm dir doch nicht Istrien, nimm doch Brescia oder Verona oder Treviso oder Friaul, halt irgendwie so. Istrien ist aber ein Missionsziel von mir, dafür kriege ich dann nochmal, was kriege ich? Genau, Manpower und Prestige. Ja, mach das nur, weil ist ja egal mit was du. Du kommst dann Venedig rum wie nun wieder ran. Stimmt. Ja, gut, und Istrien ist halt auch noch in deinem Gebiet drin. So, jetzt hier Verluste insgesamt, okay. Verschleiß. Ja, ja. Na, ich will keine Provinz suchen. Jetzt habe ich Korruption, habe ich bekommen, okay? Ja, bisschen. Ich kann einen neuen Rivalen wählen. Ja. Das sieht mir doch sehr stark danach, nach dem wir sind ready für den Frankreichkrieg aus. Bald. Länder machen können anheuern. Erwähnte ich nicht, dass ich in Erwägung gezogen habe, einen Krieg zu führen? Ja. Ja, aber Frankreich würde ich eigentlich so schnell wie möglich verprügeln wollen. Ja, können wir machen, gut, sobald meine Truppen wieder in Stellung sind. Ja, naja, vasalisiert die Länder und fütter. Nein, ich habe keinen Anspruch mehr auf Ungarn, keinen Thronanspruch. Ich hätte es vorhin machen sollen, jetzt habe ich es vergessen. Ja, es ist ja egal, das kriegst du später noch. So, Ferrara ist mit Ungarn und Korsika verbündet. Ja, ist doch egal. Das ist aber doof. Muss ich sowieso erstmal durchbeladen. Nee, musst du nicht, weil guck mal, du kannst doch auf den Papst kannst du ja sowieso von Istrien und Görz aus Ansprüche fingieren und durch kommst du auch durch. Kannst ja durchlaufen. Warum stehen deine Truppen immer noch in Friaul? Eigentlich habe ich die ja rausgeschickt. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich an Ferrara rankomme. In Ferrara komme ich ja nur über Ungarn eigentlich dran. Das ist doof. Nein, wieso? Ach, Ferrara brauche ich ja. Ja, hast recht. Nein, du musst ja nur den Papst erobern. Warum hast du jetzt pausiert? Achso. Ja, ich mach das schnell. Außerdem denke ich, dass das dann für die erste Folge schon reichen könnte. Vasalisierst du die einfach, oder? Er nimmt sie sich einfach. Vasalisier doch Leinster und ich hab hier schon, einmal links drauf hier. Guard. Ja, okay. Und? Ich hab so dick Admin-Punkte mit meinem prallen Herrscher, also den kann ich mir das schon mal leisten. Ernsthaft, ich muss nur eine Einheit rekrutieren und dann kriege ich das. Die Mission, ja. Die Mission, ja, dann mache ich das doch. Eine Einheit, ey. Schutz vor Frankreich. So ist, sie sind halt im Krieg. Ne? Da rekrutieren die gerne nochmal eine Einheit. Hey, Lukas, wie sieht's aus? Was? Frankreich kriegt eine halbe Stunde oder so. Achso, ja, wir haben jetzt eine 29 Minuten und 15 Sekunden. Willst du dann jetzt pausieren und da? Oder wollen wir den Frankreich-Krieg noch zwischenschieben? Nein. Warum denn? Ah, Stefan, zwei Folgen. Stefan, es ist Frankreich. Du willst es doch auch. Ja, eine Provinz. Okay, wir machen jetzt Pause, weil wenn wir bis zum Jahresende spielen, dann... Der Frankreich-Krieg da. Genau. Okay. Weil wir wollen ja keine Zeit wasten. Okay.
Okay, Leute, das war's für den ersten Part. Ich hoffe, ihr habt Spaß wieder an dem Projekt wie am letzten. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Ciao. Max, du darfst auch noch Tschüss sagen, wenn du möchtest. Ja, darf ich? Ja, dann darfst du. Darf ich tatsächlich? Ja, tschüss dann und so. Und Stuff, Gedöns.